Ich war dabei stehen geblieben, diese Querleiste, oder sie ist hochgeklappt, mit diesen Verbindungsklötzen zu versehen. Jetzt muss ich das nochmal glätten. So, hier das noch, etwas Leim drauf. Geht's. So, bevor ich das jetzt auf diese Art und Weise weitermache, schaffe ich mir erstmal einen Platz, wo ich arbeiten kann. Hinten ist alles weg. Und dann schiebe ich mal den kompletten Kasten rüber. Und schon habe ich mein Arbeitsfleckchen. Das heißt, wenn ich den noch vom Kleber befreien kann. So. So, das wird doch schon mal. Jetzt kann ich den Burschen hier auch schon mal aufsetzen. Ein Schuss Leim nur. Der darf ja auf gar keinen Fall in die Lücke laufen. So.
Und jetzt kann ich hier die längeren Sträubchen dafür gut gebrauchen. Der sitzt auch. Der läuft gut rein. Ausgezeichnet. Passt. Okay, damit wäre der hintere Teil jetzt schon mal fest und vom sichtbaren Bereich aus ist es der rechte Teil. Und was ich jetzt dazu wieder brauchen werde, zu allen weiteren Vorgehen, sind garantiert Abschnitte von diesen Klötzen hier. Ich hatte dieses Mal 10er genommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die waren sehr knapp. Von daher werde ich mir mal 12er schneiden. Zwölf, 24, 36, 48, 60.
schon der erste. Und das war's dann auch für dieses Mal.